dazu. Dankeschön. Herzlichen Dank. So. So, ich bin verhuscht heute ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was ist das Thema, Ingrid, heute? Weil ich habe Tiere, ja. Ich bin ja, wer das weiß, ich bin sehr tierlieb. Ich habe die ganze Hütte voll mit Tieren. Vögel, Streifenhörnchen, Nymphensittiche haben wir. Wir haben Katzen, Hühner habe ich jetzt neu, Schaf auf dem Hinterhof. Und alles voll, also am meisten Vögel, weil viele Freunde von mir bringen mir dann zur Urlaubszeit Vögel vorbei. Mit vielen verstreite ich mich denn und dann bricht der Kontakt ab. Ich habe aber dann die Vögel noch. Und also ich habe so eine 5-Zimmer-Wohnung und eigentlich alles voll mit Tieren. So, dass ich gezwungen bin, in eine Wohnküche zu leben. Also ich lebe aufgrund meiner Tiere in eine Wohnküche. Also wenn ich Besuch habe zum Beispiel, kann jetzt nicht sagen, schlaf hier irgendwo in einem Zimmer, sondern das findet in der Wohnküche statt. Zu essen gibt es nicht mehr viel, weil mein Geld geht komplett zu Fressen ab. Becks trinke ich auch nicht mehr, also vielleicht zu Weihnachten mal einen Hagenbecks oder so. Und ansonsten gibt es Trill. Ja, also Trill ist das Einzige, was es noch gibt. So, das, also mein Körper ist quasi durch den Suff und Rauchen komplett im Arsch, aber die Schilddrüse läuft. Ja, und jetzt habe ich so einen Graupapagei, habe ich gesagt, Mensch, Krömer, wie wär's mal mit einem Tier? Und dann habe ich einen Graupapagei mir gekauft und ein Graupapagei kann sprechen. Jetzt habe ich ja Helmut noch, mein Hund, der ist 14 Jahre alt. Und der Graupapa, ich sage, ist ein hinterfotziert Aas. So, dass der, also Helmut sitzt und der Graupapagei gibt Kommandos. Dass der Graupapagei Karl-Heinz Heizer sagt zum Beispiel, hohe Stöckchen. Und jetzt muss man, das ist wirklich wahr bei Tieren, die Psychologie ist so, der Hund braucht das Herrchen, was er sieht. Wenn er das nicht sieht, das Herrchen, dreht er durch. Weil er sagt dann, Karl-Heinz, sitz, steh auf! Sitz, hol Stöckchen. Rolle vorwärts, sitz, hol Stöckchen. Führt dazu, dass Helmut mit dem Herz richtig kriegt und immer nur Kommandos. Der steht kurz vorm Durchdrehen. Ja, das ist beim Hund, der ist halt doof. Ein Hund an sich ist doof. Also den kannst du sagen, hol Stöckchen. Dann holt das Stöckchen. Sagst du jetzt zum Beispiel, hier hast du einen Zehner, hol mal ein Bierchen. Dann steht der vor Herausforderungen, so als wenn man jetzt sagt, sagen wir mal, Philipp Rösler, leite mal die FDP. Ja, denn, wo denn? Wo Philipp denn da steht und sagt, ich würde lieber Stöckchen holen. Und das ist, also. Gut, das ist, ich wollte mal kurz einmal mein Leben privat werden, damit Sie sehen, wie das bei mir zu Hause abläuft. So, wir kommen heute zu unserem ersten Gast. Wir können erst mal sagen, wer heute Abend überhaupt alle da ist. Heute Abend mit dabei Michael Gwisdek und Ernie und Bert. Ich freue mich. So. Details, wir frühstücken den ersten Gast schnell ab, damit wir gleich zu Ernie und Bert kommen. Ich freue mich, Freunde. Er ist jetzt da, er ist der erste Gast heute. Ich habe mit ihm gedreht. Ich hatte das Vergnügen, mit Michael Gwisdek zu drehen. Wir waren 3 Wochen in Rumänien. Ich erzähle am besten alle, braucht er ja nicht rauskommen, wa? Nein, begrüßen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen der größten Schauspieler, die ich kenne. Ich kenne nicht viele, ihn kenne ich, deswegen ist er für mich der größte. Begrüßen Sie hier im Berliner Ensemble mein Freund, kann ich schon fast sagen. Und ich habe keine Freunde. Also keine menschlichen. Meine Freunde können fliegen. Und er ist mein einziger Freund. Michael Gwisdek. Herr Gwisdek. Ach da. Herr Krömer. Hier. Michael, schön, dass du da bist. Michael Gwisdek.
Nehmt Platz. Setz dich hier hin. Habe ich den Auftritt vermasselt, weil ich bin zu früh gekommen, wa? Ja, das ist total versaut, kann man fast sagen. Ja, wollen wir nochmal machen? Nee. Die. Ja, ja, mach ruhig. Pass auf, ich moderiere dich hier an. Nee, pass auf, hier gehen wir nochmal raus. Erstmal bin ich ein bisschen nervös, weil ich dachte, bei den drei pissigen Stufen, der geht ja nicht. Pissige Stufen? Was? Naja, entschuldige, aber hättest du mir mal vorher zeigen müssen. Geh mal nochmal hin, denn hinter der Tür, ich sag dich nochmal an. Geh ja raus nochmal, denn wir schneiden das denn zusammen. So, jetzt kommt ein Mann, der war mal mit mir befreundet. Michael Quistek. Ach, Micha. Ich wusste nicht, ich habe das gewusst, dass diese. Ach, ja. Was ist gerade passiert? Was soll denn das? Jetzt müssen wir noch mal machen. Können wir den Auftritt überspringen und gleich zum Gespräch kommen? Danke. Gut, Herr Quistek. Eine Showtreppe soll das sein. Das ist so. Setz dich ruhig hier, ein bisschen näher dran. Nee, denk ja nicht dran. Ach, mit Körper und alles mit hier, anfassen, ja? Genau. Nachher gehen wir noch ins Bett, mein Freund. Ach. Es ist Verschwitzung. Oh, berühr Gott. Mich mit deinen zarten Händen. Herr Quistek, wir haben ja gedreht in Rumänien den Film Huck Finn. Ja, Herr Kramer. Haben wir gedreht in Bulgarien Huck Finn. Rumänien. Wir waren in Rumänien. In Rumänien, real. Haben wir? Ja, bitte. Was soll diese zickige Art immer? Willst du sich denn hier wegsetzen, irgendwie, als wenn ich stinke oder was? Die geht ja gleich nee, los. Guck mal, wie du schon sitzt, so sitze ich, wie ich, neben Kai Pflaume vielleicht oder so. Das ist doch unhöflich. Ich ahnte das ist, ich habe gefragt, wie das jetzt hier wird und das alles so und habe mich auf einen guten Auftritt vorbereitet von der Treppe. Und weil die Mitarbeiter mir gesagt haben, Gespräch brauche ich nicht, mir geistig vorbereiten. Herr Krömer ist nicht in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu führen, hat man mir gesagt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Das geht schon los mit Bulgarien, Rumänien, ist doch scheißegal. Wir waren in Rumänien. Ostblock, Ausland. Bulgarien, Rumänien, das ist doch... Haben die fusioniert, oder was? Naja, wir waren in Rumänien. In Rumänien waren wir. Und haben also eine Strecke gehabt, da haben wir einen Dialog gehabt, der ging bis nach Bulgarien. Rüber. So, Herr Quistek, Sie haben im Interview mal gesagt, Sie hätten noch zweimal täglich Sex. Kriegen Sie da keinen Tennisarm? Das ist die Presse. Das ist wirklich so, weil natürlich kriegt er einen Tennisarm, weil ich habe gesagt, ich putze mir zweimal am Tag die Zähne und in der Zeitung steht dann sowas, ja. Das ist einfach so egal, was man da sagt, die wollen das so. Die ja? wollen Sex haben. Ja, Sex so. Und Titten, die wir nicht bieten können. Außerdem stimmt das nicht. Ich habe einmal schon, manchmal auch zweimal, aber... Auch nicht jeden Tag, kann mich erinnern, 2011 war das irgendwie, wo das da im Fernsehen gebracht haben, wo sie da alle so, hat den ganzen Tag ausgelassen, war den ganzen Tag schon Sex. Also kommt alles vor. Bei mir ist, wie kommt, wie die Nachrichten sind so. Heiter bis wolkig. So ist es. Und manchmal zieht was auf. Ein Kind. Wirbelsturm. Und Scheiße, jetzt habe ich die Fragen, die sowieso lieber, für den Arsch verloren. Wir wären lieber, wenn wir ein bisschen auf Distanz sehen würden. Und ich muss mich auch erst an das Du gewöhnen. Wir hatten am Set, haben wir zwar uns geduzt beim Film, weil das irre ist, aber
wenn man da Sie sagt, aber das soll ja hier was Vernünftiges irgendwie vielleicht noch zustande kommen, wäre schön, wenn die Form, weil wir sitzen hier wie zwei Penner und das ist doch scheiße. Ich dachte, wir sind wirklich Freunde. Ich bin ein bisschen entrüstet ja nicht aus, jetzt oder? Gerade. Ach Gott, warten. Hi, grüß dich. Ach. Hallo. Hallo. Yvonne Mäutchen, grüß dich. Das ist Ernie und Bert. Ja, ich nenne sie so. Yvonne, ist ja schön, habe ich ganz vergessen. Heute ist Samstag, halt Fußpflege, wisst ihr? Ja, ich verstehe. Gut, und du bist ja richtig Schauspieler. Ja. Hast du eigentlich hier am BE schon, hast du gespielt hier mal? Ich habe hier angefangen, mein erster Bühnenauftritt, und ich habe hier aufgehört, mein letzter Bühnenauftritt. Und zwischendurch ist hier auch noch mein Sohn zur Welt gekommen. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als ich mit dem BE in Paris war, haben wir so eine Dinger besucht, da wurde auch mit Unterwäsche geschmissen. Ich habe heute schon 3 Sendungen gehabt, deswegen halt nicht duschen können, aber... Ja, das macht ja nichts. Yvonne, volles Programm, wa? Ja, wir machen das schon wieder. Mit alle drum und dran! Kennst du es ja? Ja, ich kenne das. Warte, Kerl. Willst du auch? Krieg doch nie wieder die Idee. Denn Yvonne, dann machen wir das erst bei Herrn Fitzek. Dann lade ich dich ein. Aber nur einen. Fang mal beim Schöpfer an. Ja, ja. Mach mal Bayern Quizzig, lad dich ein. Mach mal den Chef. Genau, nimm mal die Mettbrötchen weg, sonst nachher, wenn die Fußnägel geschnitten werden, dann weiß man nicht mehr, was Zwiebel ist und Nagel. Nimm noch das drüber. Wer will denn nur zuerst? Na, ich mach... Mach bei ihm erstmal. Und mach auch vorher eine kleine Wäsche, dann kann er nämlich wieder neben mich kommen. Ich hab Desinfektionsspray bei. Ja, ist alles klar. So, und Herr Quizzig, Sie sind ja wirklich... Was? Bitte? Was war sonst immer ein Mund offen? Was soll denn das jetzt, Yvonne? Bitte schon? Ja, sieht wunderbar aus, besser als vorher. Ja. Und Sie haben ja wie viel... Jetzt muss ich wirklich Sie sagen. Fragen Sie mal bitte, Herr Kromer. Ich hab echt gedacht, wir sind Freunde. Ich hab so wenig Freunde. Das gab einen Moment... Da dachte ich das auch, aber dann habe ich eine Sendung mit Ihnen gesehen und habe mir gedacht, das mache ich nicht. Gut, dann gucken wir uns mal den Film an. Wir haben Ausschnitt vorbereitet von... Danke. Ach so, ohne Handschuhe. Pass auf nicht, dass du mit der Brust an meine Füße kommst. Können wir den Film mal, Herr Mayer, zeigen? Huck Finn, Michael Quizzek und Icke in der Rolle von dem König und... Was war ich? Weiß ich du warst nicht. Der du. König, ich weiß ich auch nicht. Er hat eine Frau gespielt, sah so was von fraulich aus. Ich habe ja noch nie so eine Frau gesehen. Sondern wir hätten ein Standbild. Was für ein Standbild? Kann ich dir gerne zeigen. So. Wer bist denn du? Was zeigen wir jetzt, ein Standbild oder was? Ja, das ist, wie gesagt, das war der Film, das Standbild dauert 90 Minuten. Es wird sich nicht bewegt in den Film. Der Film kommt raus 2012 bis 2028. Man weiß es nicht genau, weil wird noch viel geschnitten. Gibt aber nur noch Restkarten. Ordentlich Horn. Bitte? Ordentlich Horn am Fuß. Mhm. Was soll denn das jetzt? Das ist doch eklig. Da noch, da hinten vor allem. Ja, schön in den Nahen nochmal, ihr Idioten. Hast du? Ich bin witzig, das weißt du ja, ne? So, jetzt. Haben Sie das mal von unten gesehen, Herr Krömer, wie Sie von unten am Fuß aussehen? Kommen Sie da ran? Ich sehe mich ja nie von unten. Das war keine gute Idee. Ich mal oben. Was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt? Yvonne, kannst du mal erklären, was der Sachverhalt soll? Na, wirst du gleich sehen. Hast du Spielzeug von zu Hause mitgebracht oder was soll denn das jetzt? Gut, und Herr Quizzek, Sie haben über 100 Filme, haben Sie viel gedreht. Filme. Ich sage auch immer Filme. Sie haben, wie viele Filme haben Sie? Jetzt geht's deswegen.
Wie viele Filme haben Sie gedreht? Habe ich nicht gezählt, aber waren einige. Ja. Mehr als ich Sex habe. Hatte. Das ist gut, die Überraschung. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Ess doch ruhig noch was. Ich stehe unter Schock. Ich bin auf ein Gespräch nicht vorbereitet. Ich hab mich so... Ich auch nicht. Das war dick, ja, weil ich... Das war dick, das habe ich schon gemacht hier an der Treppe. Ich dachte, das ist das Einzige, womit ich dir eine Freude machen kann. Trete auf, falle hin, aber wusste nicht, dass du gleich unter Schock stehst. Kann das auch normal machen, wenn dir das gefallen hat. Spontan? Ja. Kannst du spontan die Treppe runterfallen? Pass auf, ich mach das normal. Was? Ja, aber... Bist du mal fertig? Mach ja, ruhig. Nicht, dass du denkst, mir ist das passiert. Du erzählst irgendwo rum. Der Blödkopf ist bei mir auf die Fresse gefallen. Bin ich nicht. Hatten wir im zweiten Studienjahr, mein Freund. Das wäre toll, weil ich bin Schauspieler, bin ich, aber ich kann nicht fallen. Hammer. Jetzt habe ich auch gehört, darf ich das sagen? Habt ihr auf der Kamera oder soll ich nochmal? Danke. Meine, falls einer nicht mitgekriegt hat, wie Kurt Krömer unterm Fuß aussieht, ungefähr so. Also ich finde das unmöglich, wie ich hier fertig gemacht werde in der Sendung. Ja. Okay. Yeah. Du hast mich nur eingeladen, um mich fertig zu machen. Überhaupt nicht. Du sag mal, Micha, darf man sagen, wie alt du bist überhaupt? Ich bin... Weil du machst hier ihn auf jungen Hüpfer, das ist ja sagenhaft. Du bist weil ich eitel bin. Nein, ich hab das noch nicht nachgerechnet. Ich bin 42 geboren, was bin ich da? 50. 42, 50, danke. Hammer? Hammer. Gut. Du bist ja 70. Quistek, du bist ja 70. Hat mal im dritten Studienjahr, hat mal im Fernsehen gesehen, hat gesagt, das merke ich mir. Wenn ich mal bei Krömer eingeladen bin, dem fällt sowieso nicht ein. Dann machst du einfach die Nummer. Oh, jetzt die Brötchen, toll, für den nächsten Gast hervorragend. Jetzt setz dich bitte hin, egal worauf. Also, wisst ihr, ich... Ja. Hat's aufgegessen. Schön. Dann 8 Schrippen aufgegessen, während er gefallen ist. Nee, mach ruhig, dreht mal in die Ritzen noch rein. Toll. Für die nächsten Gäste, wenn es kommt und der Käse sich rollt, flüssig wird und dann so Duftwolken entstehen. Nimm Platz. Danke, Herr Krömer. Ich brauche lange dafür, du bist 70 Jahre alt. Naja, sagen wir mal so, ich habe ein paar übersprungen. Um auf dein Lieblingsthema zu kommen, wenn du jeden Tag zweimal, dann kannst du das auch mit 70. 70 ist ein das Ziel. Das sind doch alle Sachen abgewandelte. Weißt du, lies da mal das Kamasutram durch. Dann weißt du, was du für Bewegung machen musst. Und das kannst du dann bis zum Schluss, wenn du das beibehältst. Um mal auf dein Lieblingsthema zu kommen, was wir immer in Rumänien hatten. Soll ich mal unsere Geschichte erzählen? Mach ruhig. Unsere Freundschaft ist eh zerbrochen. Erzähl alles. Da kannst du wenigstens deinen Fuß konzentrieren. Ja. Kurt Krömer und ich wollten was erzählen. Erzähl. Erzähl die Geschichte. Die Kamera ist deins. Nö. Gut. Hat schon genug Ärger. Ich krieg damit. Jetzt, wir haben uns jetzt gestritten hier. Wir zeigen jetzt eine Matz. Ich wollte aber noch fragen, mit 70 hat man da nicht Angst, dass die Mona Rethel bald vor der Tür steht? Das stimmt. Aber man hat mit 70 auch noch Träume. So, danke für die Antwort. Du kannst in die Couch greifen und dir ein Brötchen nehmen. hier kommen... Wir kommen wieder zur Bundeswehr. Genau, ich war ja in Afghanistan gewesen. Warst du beim, hast du nicht, Wehrdienst gemacht? Also DDR zu, war das, wie hieß es in der zu DDR? Zu unsportlich. Bitte? Ich hatte, habe in Paragraph 186 oder irgend sowas
Rezidivsfall hatte ich mal eine Hirnhautentzündung mit 7 Jahren und deshalb ist da was hängen geblieben und war ich abwehruntauglich fürs Land. Abwehruntauglich? Ja. Die Abwehrkräfte haben gefehlt. Ja. Das ist das. Ich bin zum Beispiel mal durch ein Fahrrad. Ist das deine Socke? Nee, das ist vom Nikolaus. Das ist meine. Ich bin mal durch einen Radfahrschein, den wir damals machen mussten, durchgefallen bei der Prüfung mit 8, weil ich zu langsam gefahren bin. Ja. Gut. Ja, Simone, setz dich hinten in der Garderobe, ich komm Simone, gleich. Simone, Yvonne. Ach, Yvonne, Entschuldigung. Macht's gut, Hase. Ja. Ich räume noch schnell auf, ne? Ja, genau. Das ist, du weißt, was zu tun ist. Kannst auch durchfeudeln, wenn du willst. Gut, ich war bei der Bundeswehr in Afghanistan gewesen und wir haben eine Matz gemacht, wo ich vom... Willst du rauchen? Darf man doch bei dir, oder? Kannst du machen. Du bist nicht öffentlich, müssten wir rausnehmen, nee, auf den Hof. Komm. Also wir gehen in den Rogen, ihr könnt euch die Sportmats ankicken, wo ich bei der Bundeswehr war und Mats ab. Tschüss. Tschüss, Yvonne. Danke. Stube 102, Türen auf. Bitte. Was? Kurt. Der kriegt erstmal eine Ansage, der Freund. Was hat der auf die Uhr? Bitte, was denn? Nee, Moment, Tür zu. Erstmal die Parole. Was für eine Parole? Naja, Passwort. Ich verarsche noch, dass der auf die Uhr kriegt. Parole Windhund? Nee, die Tür bleibt geschlossen, bis das Passwort nicht gesagt worden ist. Okay. Aber was für ein Passwort haben wir uns denn geeinigt? Ja, was ist denn das für ein Passwort, wenn ich jetzt sage, was das für ein Passwort ist? Okay, Paul Windhund. Fängt mit B an. Mit B? Ja. Birne. Birne. Warm. Schön warm. Warm. Okay. Kartoffelsalat ist es nicht. Oh, ein Bier. Ja, Bundeswehr wart gewesen. Ach so, dann kann ich jetzt rein. Ja, nee, das Passwort hat sich geändert. Ach so. Nee, kommen Sie rein. Aber sagen Sie mal jetzt wirklich. Guten Morgen, Kurt. Ach so, wir duzen uns, ja. Ja. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ja. Es ist 5:06. Wie 5:06? Das ist 8:30. Ja, bei mir ist 5. Na, warte. Nee, das ist ja wahrscheinlich deine deutsche Uhr, oder? Naja, klar. Nee, wir sind aber in Afghanistan, Kurt. Naja, wenn du die Uhrzeit, deine Uhrzeit auf afghanische Zeit umrechnest. Ja. Dann ist ja klar, dass du ein Defizit hast. Ich sehe. Was hast du jetzt meinen Mail? Es ist 8:30. Nee, was heißt denn morgens? Bei mir ist 5:06. Es ist nämlich folgende Regelung bei mir. Ja. Ich gehe nach afghanischer Zeit schlafen und stehe nach deutscher Zeit auf. Guten Abend. Nee, das geht aber nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Was ist denn jetzt los? Wir haben einen Plan hier. Heute festen Zeitplan. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt uns ein bisschen körperlich betätigen, damit du ein bisschen schön fit wirst. Fett? Fit! Ach so, kapte Turnzeug vergessen. Ja, pass auf hier. Da haben wir dann natürlich daran gedacht. Schau dir das mal an hier. Aber keine Schuhe. Natürlich haben wir auch Schuhe. Gut, bitteschön. Ja. Genau deine Größe habe ich schon mal nachgeschaut. Alles gut? Ja. Schau mal. Alles, was du brauchst. Du kannst ja auswählen, ob du einen kurz oder einen lang gehst. Aber die Sonne scheint schon. Wir haben ja 8:30 in Afghanistan. Hier, schön Socken. Mach dich mal fertig und dann zeige ich dir mal eine schöne Stelle hier bei uns. Kann ich noch mal kurz bei mir die Schlummertaste drücken? Die Schlummertaste, nee. 10 Minuten noch. Höchstens für 10 Sekunden. 10 Minuten noch. 10 Sekunden. Gut. Alles klar. Ich zieh mich um. Alles klar, bis gleich. Mach die Tür zu, bitte. Ja. Gut. Ich komme aus dem Bett schon raus. So, zieh gerade die Schuhe an. Nächste Woche mehr. Finde ich unmöglich, dass Sie eine Fernsehsendung rauchen. Das kann doch nicht wahr sein, Herr Quistek. Herr Krömer. Man kann sich doch nicht dermaßen gehen lassen. Das ist doch, was sind Sie denn für ein Vorbild überhaupt? Man kann doch nicht eine TV-Show rauchen. So, wir kommen zu den nächsten Gästen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich riesig. Sie sind da. Ernie und Bert! Mann, komm, wir gehen rüber, Herr Kutschek.
Guten Tag. Guten Tag, Herr Krömer. Hallo. Na, wie geht's denn so? Ich bin fassungslos, weil ihr seid Idole von mir. Oh, wirklich wahr? Hast du das gehört, Bert? Ja, ich bin ganz erstaunt. Wieso denn? Ich bin durch groß geworden bin. Oh. Oh nein, jetzt weint er. Obwohl er schon so groß ist. Ich bin haben mit Sie mal euch aufgewachsen und jetzt seid ihr da. Das ist, als wenn, weißt du, man merkt, die Zahnwehr zählt für die Zahnscheiße, versprochen. Schnitt. Warte mal. Als wenn man der Zahnfee begegnet. Herr Krömer. Ich sag hier, du hast dir eine Katzenbier gewünscht, hier ist er. Ich freue mich riesig. Ja. Das ist Michael Quisling. Hallo Michael. Hallo erstmal. Ja, guten Tag, hallo. Mhm. Hallo Bernd. Kurt. Ja, wir haben dir übrigens was mitgebracht, Herr Krömer. Schön, wir haben schon gedacht, für mich, dass du ja? Das ist für dich, ein Geschenk von uns. Micha, das sind Freunde, die haben was mitgebracht. Ich habe auch eins mitgebracht. Nein, ist ja heiß. Nein, für mich. Den hat Bert selbst gestrickt. Ja. Na? So. Wer ist der Echte? Das ist schön, passt gedacht, wie angegossen. Ich hab gedacht, deine Arme sind etwas kürzer. Tut mir leid, ich hab ja auch ein Geschenk mit. Ach, schön. Ah, du kannst es auspacken, gut. Naja, ich finde das gut mit dem Pullover, Bert. Vielleicht, wenn er uns länger guckt, dann wird er ja noch größer. Das sind meine Lieblingskronkorken. Mhm. Ja. Willst du sagen, dass du ein Alkoholproblem hast, oder was? Nein, das war alles Limo. Ach so, stimmt. Entschuldige bitte. Steht sogar drauf. Ja, haben wir? Dankeschön, herzlichen Dank. Darf ich euch umarmen? Ach, ja, gerne, ich habe nichts dagegen. Die Füße sind ja frisch gepflegt. Ja, dich auch. Mann, oh ja, warum habe ich plötzlich so Hunger auf Käse? Das ist ja schön. Und sag mal, ihr habt ja seit, wie alt seid ihr eigentlich? Ihr seid 40 Jahre alt. Na, wir haben nicht so genau mitgezählt. Aber die Sesamstraße hat nächstes Jahr 40. Geburtstag in Deutschland. Mhm. 40 Jahre und ihr habt immer das Gleiche an. Tja. Also was habt ihr noch gemeinsam mit den Ludolfs? Mit was? Was? Die Ludolfs? Ach, die, ja. Gibt sie auch schon seit 40 Jahren? Das wusste ich gar nicht, Bert. Haben die diesen Kiosk bei uns um die Ecke? Ja, genau, das sind die Ludolfs. Mhm. Ah, wer sind Sie eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Freund von Herrn Kramer. Ein Schulfreund. Schulfreund. Einer von uns ist unheimlich lange sitzen geblieben. Aber dann ist er ein guter Schauspieler geworden, trotz alledem. Ich könnte das Alphabet erklären. Ach. Annie, nun seid ihr ja wirklich 40 Jahre seid ihr im Showbiz, ihr seid berühmt geworden. Viele aus der Sesamstraße sind berühmt geworden. Tiffy zum Beispiel ist ja jetzt Außenministerin. Und das wusste ich gar nicht. Ihr habt Stars gemacht, ihr seid Starmacher. Aha. Ja, irgendeinen Grund muss es da geben, uns hier einzuladen. Du bist der Einzige, der den verstanden hat. Warum seid ihr eigentlich in die Sesamstraße gezogen und nicht nach Entenhausen? Da gibt's doch die geileren Weiber. Also da war noch so eine Souterrain-Wohnung frei und da sind wir eingezogen. Ja. Das ist schön da. Das ist die schönste Straße der Welt. Mhm. Seid ihr verheiratet eigentlich? Was? Wir verheiratet? Nö. Also Frauen, gibt's Frauen in eurem Leben oder seid ihr seit 40 Jahren Junggesellen? Na ja, wir sind beste Freunde. Ja. Also ich meine, das, was ihr auch mal miteinander hattet, hat nur nicht so lange gehalten wie bei uns. Ja. Wir können euch mal erklären, wie das geht, so mit Streit und wieder vertragen und Streit ja, und wieder vertragen. Ja, sagt uns doch mal, erklärt doch uns beiden mal, wie wir uns jetzt wieder, wir haben uns auseinandergelebt, wie kommen wir wieder zusammen? Da habe ich einen sehr guten Tipp für euch beide. www.sesamstraße.de Ja, da steht das alles drauf. Da könnt ihr nachgucken. Freunde? Hat so geklappt. Danke. Gern geschehen. Ja.
Ernie und Bert, wir kommen. Ernie und Bert, wir kommen jetzt zu einer. Hallo, hier, guckt ihr mich bitte an. Ja. Ich bin der Moderator. Ich habe gedreht, und zwar haben wir eine Home-Story haben wir gemacht bei einem Fan von mir. Ich habe ein Meet and Greet verschenkt per Radio und hunderte von Menschen haben sich gemeldet. Einer hat gewonnen und wir zeigen jetzt den Fan-Kontakt von Kurt Krömer und meinem Fan Tom. Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht, aber mach mal. Was das schneiden wir so zusammen, dass ihr das denn versteht. Kein Problem. Mal's ab. Also ich nehme mir den Bärenkostüm. Das ist der Tom. Ist ein Fetisch von mir. Und was habt ihr noch genau vor heute Abend? Da habe ich ja noch Zeit, um mich zu überlegen. Alles klar. Aber es wird ein Event. Also da werden deine Kinder später, die Kindeskinder von dir, werden im Bärchenkostüm später in 80 Jahren noch darüber sprechen. So, hier ist es. Die Nummer 6. Wir kommen mal hoch. Herr Schröder? Ja. Herr Schröder? Nein, Sie haben ja wirklich. Ey, Palme. Können wir das kurz hier. Ja, falls wir uns einen von der Palme schütteln wollen. Das ist ja auch schön hier. Sind Sie Herr Schröder? Nee, ich bin Frau Schröder. Ja. Sind Sie? Sie sind Frau Schröder? Haben Sie Kameraangst oder was? Ich hab keine Kamera. Wir filmen Sie doch nicht. Wir würden Sie doch nicht filmen. Sind Sie Kurt Krömer? Nee, ich bin die Vertretung. Und die sind der Frau Schröder. Ich bin Frau Schröder, ja. Wir haben telefoniert, hallo, ne? Hallo. Scheiße! Hier, ah, das war das Gastgeschenk. Wir haben das mitgebracht für Sie. Faxe, oh. Ja, dass wir. Ist die kalt? Nee, ist nicht kalt. Naja, oh, Scheiße. Ach du Scheiße, das ist jetzt alles auf das Parkett natürlich. Na, auf der Jute. Haben wir einen Beschlappe? Ich mach das für Sie sauber, ja, ja. Geben Sie mal hier, Frauchen, wo ist Frauchen? Frauchen, gib mal, komm, nee, das möchte ich nicht. Nicht, dass jetzt hier gedacht wird, das war ein Billiger-Gag oder so. Gib mir mal hier den Feul. Gib mal schnell, sag mal deine Frau, dass sie den Feul bringt da. Guck mal auf hier, die geht runter, alle. Guck mal. Mann, gib mal aus dem Bild hier, dass man sieht, wie ich hier bei meinen Fans sauber mache. Guck mal, jetzt haben wir das sauber gemacht und jetzt gehen wir rüber. Jetzt zeigst du uns das Areal, bitte. Naja. Hier schläft der Bär mit der Frau. Hier schläft der Bär, kann ich mal zeigen, mal kurz. So, liegt er abends immer da. Natürlich mit Kopf, so, und dann schläft er halt. Also meist nicht hier, aber heute hier. Bist du da drunter eigentlich nackt oder hast du. Richtig geil. Ja? Nackt. So, zieh dich ruhig aus. Oh Gott, jetzt mach mal die Tür zu kurz. Na, zeig mal die Möpse. Ich steig mal raus jetzt hier. Nein, oh hier, kick mal an hier. Nicht einfach hier ein Scheißhaus, irgendwie hier haben sie mich gespült. Hier wird natürlich auch unheimlich getrunken. Ja, meine Fans, das ist kein Kind von Traurigkeit. Wo sind wir jetzt hier? Mit einer Dachterrasse natürlich, kick dir das an. Und hier hast du vor dir gesessen, hast dich auf den Dreh vorbereitet, oder? Und Effes. Nein. Hast du ja wohl auch, oder nicht? Das ist ja der Hammer. Du schwitzt ja schön. Ja, da ist das Kostüm. Ich würde mein Kostüm hier runterziehen, weil ich fasse ja immer in die Schweißpampe rein. Das ist irgendwie nicht hier. Vielleicht fasse ich eine Hüfte an. Und was trinken meine Fans? Effes. Effes. Türkisches Bier. Natürlich, Neukölln.
Shalom. Herr und Frau Franke. Taschen. Mein Name ist Kurt Krömer. Ich bin eingezogen jetzt hier. Ich bin im Lucky Shorts eingezogen bei Tom. Ich wollte mich nur vorstellen. Prost. Nein. Na, wer bin ich? Weißt du, wer ich bin? Nee. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin TV-Star. Ach so. Hallo. Ah, nee. Ich bin Weltstar. Mhm. Dann machen wir die Tür jetzt hier zu und du denkst darüber nach, was du gerade gesagt hast. Ja. Frau Zahnemann, grüße Ach, Sie. Mein Name ist Kurt Krömer. Ich bin jetzt hier neuer Mieter. Ich bin eingezogen. Ich bin bei Tom. Ja? Kennen Sie Tom? Was ist Tom? Nee. Nee. Okay. Geh mal jetzt raus, bitte. Jetzt, ist jetzt ohne dich. So. Man bringt Kappa. Hallo! Wo kommen Sie denn her? Waren Sie Bahn gewesen? Oh, Wolf. Ist ja schön, aber ist ja viel schöner als bei dir. Na ja, das ist ja. Beißt der Hund eigentlich, oder? Ja, ein traumhafter Abend geht vorbei. Ich treffe mich, ich habe Wort gehalten, mich mit meinen Fans. Lade dich zum Essen ein. Und würde dich bitten, als mein größter Fan, die 250 Euro selber zu bezahlen. Gerne, Kurt. Was ich dir anbieten würde, ist ja? Zwei Averna auf die Haus. Darauf trinken wir es ein. Prost. Ja. Und danke nochmal, ja? Das sind meine Fans, die ich liebe. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Da, meine Fans, heute Abend ist er da. Komm. Steh auf, lass ihn umarmen. Hier ist er. Komm. Mach's gut, Hase. Ich geh hoch. So, Ernie und Bert, wir haben aufgebaut schon. Musik, was ist Musik? Was hört ihr so für Musik? Wir hören alles. Ich höre mich am liebsten Waldhorn spielen, mitten in der Nacht. Ja, das stimmt. Und Schlagzeug. Mhm. Alles, was laut ist. Oh. Ja, und Bananentrompete übrigens. Mhm. Knaller. So, ja, es Obst, Ernie. Nein, das ist kein Obst. Das ist ein Musikinstrument. Das ist eine Trompete. Ernie, das bitte nicht das wieder. Oh. Wollt ihr mal hören? Ach, wollt ihr mal hören? Danke. Ja, vielen Dank. Ja. Hast du Hunger, Bert? Darf ich auch mal reinblasen? Natürlich. Moment. Oh, bei mir klappt das nie. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, Bert. Es ist nicht so einfach zu spielen. Willst du auch mal versuchen? Der kann's. Ihr habt mir geholfen. Ihr seid nett. Aber nur ein bisschen. Gut. Werden wir auf Tournee gehen im nächsten Herbst. Es gibt da auch nur noch Restkarten. Stay.